Das 23. Busecker Forum für Sicherheitspolitik. Dieses Mal widmete man sich dem Thema Islamismus. Veranstaltet wird das Forum von der Gesellschaft für Wehr- und Sicherheitspolitik, Sektionen Frankfurt und Gießen-Marburg. Begrüßt wurden die rund 100 Besucher im Kulturzentrum mit einleitenden Worten von Sektionsleiter Oberstleutnant der Reserve Hans-Peter Hess. Als Referentin konnte Diplom-Sozialwirtin Dorothee Dienstbühl gewonnen werden, die Forschungen im Bereich der Sicherheits- und Sozialpolitik betreibt. Dienstbühl promovierte 2008 an der Humboldt-Universität Berlin zum Thema Erscheinungsformen und Auswirkungen des transnationalen symbiotischen Terrorismus in Deutschland. Die Rednerin stellte den Anwesenden zunächst den Islam als Glaubensgemeinschaft vor. Von den 4,3 Millionen in Deutschland lebenden Muslimen seien ca. 0,1% den Salafisten zuzuordnen, die allgemein als ultrakonservativ angesehen werden und einen aus ihrer Sicht unverfälschten Glauben nachgingen. Hauptzielgruppe der Salafisten seien junge Menschen mit schwierigem Lebenshintergrund. Netzwerke würden über Internetplattformen wie YouTube und Facebook geknüpft. Dorothee Dienstbühl betonte in ihrem Vortrag, dass Versuche mit den Salafisten einen Dialog zu suchen zum Scheitern verurteilt seien, da extremistische Gruppierungen keinen adäquaten Gesprächspartner abgeben könnten. Als Gegenstrategie zu den Aktivitäten der Salafisten nannte Dienstbühl die Möglichkeit, hier lebende Muslime zu ehrenamtlichen Tätigkeiten zu animieren.